ist nicht großartig, dass wir uns alle so gesund und munter wiedersehen. Mein Gott, was habe ich für einen Schiss gehabt, dass die Welt untergeht und wir können die Session nicht mehr richtig verändern. Ja. Aber es hätte noch mal gut gegangen, außer Weihnachten natürlich. Das war blöde, weil ich hatte gar nicht gerechnet damit, dass Weihnachten kommt und hatte keine Geschenke mehr gekauft. Das kam nicht gut an zu Hause, muss ich sagen, Hermann. Boah. Bei mir kam gar nicht gut an, dass du dich 6 Monate nicht gewaschen hast. Weil sie sagte, das lohnt sich nicht mehr. Ich kann euch sagen, aber ein dummes Zeug. Aber ich habe auch sowieso, es kam nicht alles gut, Hermann. Ich habe einen solchen Schiss, dass jetzt auf einmal wieder was hochgeht. Weißt du, kannst doch nicht durch die Stadt gehen, ohne Angst haben zu müssen, dass dann irgendwo doch wieder eine blaue Tasche rumsteht. Da habe ich mich schon dran gewöhnt, denke, ach, irgendwie blau findest du ja schnell. Aber dann hieß auf einmal, auf Rot müsste man auch aufpassen, weil die Bonngasse wurde ja auch gesperrt, weil da ein roter Koffer rumstand. Jetzt dachte ich, nachher ist es blau und rot, womöglich ist es demnächst eine braune Kiste, auf die du aufpassen musst. Und ich stehe gerade auf einer. Das ist eigentlich gar keine so schlechte Idee, wenn du mal alleine hier bist. Das könnte man mal machen. Komm, du hast es nicht mehr alle. Ja, und du übertreibst doch wirklich, dass du auf diesen ganzen Quatsch reinfällst. Du weißt doch genauso wie ich seit Jahrzehnten, am 30. Mai ist der Weltuntergang. Ja. Und nicht im Dezember. So Quatsch, sowas, weißt du. Gut, das wissen wir ganz genau. Und abgesehen davon, hier in Bonn wird die Welt nie untergehen. Hier wird immer schöner werden. Wird alles. Milliarden werden auf die Stadt niederprasseln. Was? Wenn das WCCB endlich mal zu Ende gebaut ist. Wann denn? Wann denn? Das ist jetzt bald soweit, das ist April 14 oder 16, 2018 kann auch oder werden. 2024, 2024, 2024, 2032, 36. Du hast es nicht mal, Hermann. Aber und wenn, was nutzt es uns, wenn das WCCB fertig ist? Was nutzt es uns denn, wenn man nicht hinkommt von der anderen Rheinseite? Weil die ganzen Brücken gesperrt sind, Nord- und Südbrücke werden noch umgebaut. Ja, du hast es nicht mehr alle. Da musst du über Düsseldorf oder über Koblenz fahren. Wer macht das schon? Also, das Schlimme ist, wenn du nach Violent Puff willst, musst du über Mainz fahren. Das ist natürlich Er hat sich schon eine Dauerkarte gekauft. Das ist doch das Schlimme. Da haben wir 15 Jahre lang an unserer Kennedy-Brücke gebaut, damit sie endlich nutzbar wird. Das ist es, die einzige Brücke, die demnächst funktioniert. Und zack, ist Stau, weil alle rüber wollen. Verstehst du? Alles nur noch. Das wird der größte Parkplatz Bonns. So ist es. Dann wundere ich mich überhaupt nicht, dass sie jetzt noch die Parkplatzgebühren erhöht haben. Ja, ist ja klar, weil sie genau wissen, da können Sie jetzt kassieren, Aber Fritz, das ist alles ärgerlich, aber das sind Petitessen sind das im Vergleich zu den anderen Städten in Deutschland. Guckt dir mal Hamburg an, Elbphilharmonie, guckt euch Berlin an mit diesem Flughafen, der niemals fertig werden wird. Guckt euch Stuttgart an, vor allen Dingen guckt euch den Nürburgring an, meine Liebe. Da geht keine Sau hin und das, was jetzt da steht, wird alles wieder abgerissen. Das ist unglaublich. Nee, Hermann, nee, wo du gerade Nürburgring sagst. Nein, das ist genau unsere Hoffnung, Hermann. Wieso? Denn ich habe gestern unseren Oberbürgermeister getroffen. Unseren Oberbürgermeister, wie heißt der? Ich sage mir, der Unaussprechliche. Hübsch. Nee. Es waren weniger Vokale, Hermann. Jedenfalls. Ich habe ihn gestern getroffen und er sagte mir, ja, mein Gott, Mann, er hat eine wunderbare Nachricht für mich. Ich sagte, da freue ich mich, aber nicht mehr. Herr, Sie wissen schon, wie Sie heißen, nicht mehr, oder? Und er hat mir versprochen, er geht jetzt nicht mehr zum Oberbürgermeister nach Köln und will die Oper nach Köln verschieben. Nein! Er hätte sich, jetzt ist doch ganz geheim, er hätte sich jetzt mit dem Oberbürgermeister von Adenau getroffen. Die Oper soll eine Nürburgring. Das ist doch das. Alles andere auch, oh, Gott, Paris. Und alles andere auch, das Festspielhaus, alles WCCB, wenn es nicht fertig wird. Und ich meine, das ist doch verkehrsgünstig gelegen. Wunderbar. Und wenn es keine Parkplätze gibt, fährst du die ganze Zeit im Kreis nicht mehr. Also so lange, bis du einen hast. Und zahlen tut das Ganze, das Land Rheinland-Pfalz. Das ist nicht großartig. Dank unseres Obermeisters. Ja.